heiße Sania Özkaya. Herzlich willkommen in Oberhausen, im interkulturellen Frauengarten Rose e.V. hier in Oberhausen, im Kaisergarten, mit vielen Helfern und Helferinnen aus der Stadt und Stadtverwaltung haben wir denn angefangen, hier seit 2011 mit Frauen. Zurzeit sind 13 Frauen aus 9 verschiedenen Ländern. Ich fange mit einer Geschichte an und das ist dann meine eigene Geschichte. Ich bin 1984 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Mit 2 Kindern. Die Tochter war 7 Monate alt in der Hand und war sehr hilflos. Ich hatte meinen Boden verloren. Ich habe in meinem Leben sehr viele Gewalterfahrungen. Also Gewalt während des Militärputsches in der Türkei. Ich habe gemerkt, dass ich meine Gewalterfahrung durch den Garten abgearbeitet habe. Und ich suchte einen Weg, dass ich denn mit mir und mit meiner Umgebung Frieden schließe. Und das habe ich mit der Erde geschafft. Ich berate ja sehr viele Frauen, die von Gewalt betroffen sind, dass sie auch ihre eigene Erfahrungen auch mit der Garten abarbeiten könnten. Der Garten ist nicht nur Integration, denke ich mir. Der Garten ist Frieden mit sich selber und mit der Umgebung. Der Garten ist auch Kontakt mit den anderen und dadurch Lernen von den anderen. Das ist ein Teil der Integration. Aber wenn man von Integration spricht eigentlich, wehre ich mich dagegen. So eine Lücke, kleine Lücke, decken wir mit unseren Projekten im Garten, was in der Gesellschaft ganz große Lücke ist. Als 1984 wir nach Deutschland kamen, waren denn große, gerade Kommunalwahlen. Dann haben wir vielen Unterschriften gesammelt. Wahlrecht bei den Kommunalwahlen, mindestens bei den Kommunalwahlen. Ich bin seit 30 Jahren hier. Wo ist der Wahl? Und überall steht, in Menschenrecht steht, Menschenrechtsabkommen steht, Wahlrecht ist ein Bürgerrecht, ist ein Menschenrecht. Wo sind wir denn hier? Noch nicht mal Kommunalwahlrecht haben wir seit 30 Jahren erreicht. Also ohne politische Regelung, ohne politische Arbeit schaffen wir Integration, also Anpassung nicht. Das ist eine Lücke für Deutschland. Jetzt kann ich über Kräuter reden. Hier sind wir jetzt bei meiner Lieblingspflanze, Duft meiner Mutter, Duft meiner Heimat, Eberraute. Im Türkischen heißt das Kafire, wenn man so macht und riecht, duftet. Diese Pflanze heißt im Englischen Kiss Me Quick and Go, also eine Pflanze der Verliebtheit. Und in der Türkei, ich erinnerte mich, dass man diese Pflanze bei den Verliebten oder bei Verlobten so ausgetauscht hat, gegenseitig. Die haben eine Nelke oder eine Rose in der Mitte, die Pflanze drumherum, Eberraute drumherum, gebunden mit einem goldenen oder mit einem silbernen Faden, und haben sie gegenseitig ausgetauscht. Eine Pflanze der Verliebtheit, die man in der Türkei einfach ohne etwas zu sagen benutzt hat, in England den Namen gegeben hat, in Deutschland auch für die anderen Sachen benutzt hat. Eine Pflanze, die in der Geschichte alle Kulturen vereint und zusammenbringt. Obwohl wir die Kulturen immer voneinander trennen mögen, wir mögen ja diese Kultur, wenn wir jemanden sehen, ach, das ist ja vielleicht deren Kultur und so weiter, aber die Pflanzen vereinen uns.